Morgen Jungs und Mädels, willkommen zu unserer Retro-Episode von SCP Containment Breach Version Nummer 066. Das war, glaube ich, die letzte einigermaßen stabile Version vor dem Update, wo sie dann das ganze Map-System dann neu gestaltet haben. Ja, und die erste, wo wir halt aufgenommen haben. Wir machen hier das volle Programm mit Intro und allem, was dazugehört. Jo. Also wir haben das schon länger gespielt, ne? Haben wir gerade besprochen, dass wir schon seit 05 irgendwas gespielt haben. Aber das ist die erste, die wir aufgenommen haben, deswegen jetzt mal hier Retro. Ja, also das ist dieselbe Version wie unser erster dreiteilige Walkthrough. Ja. Da haben wir noch gedacht... Das war SCP Containment Episode 1, 2 und 3. Da haben wir wahrscheinlich noch gedacht, dass wir nur drei Episoden machen, oder? Wir es Walkthrough genannt haben, 1, 2, 3. Ja, das Walkthrough, das kam ja dann am Ende erst. Stimmt, wir haben es dann klar erst war. Walkthrough genannt, wo wir wussten, dass wir es durchgespielt haben. Ja. Am Anfang war es immer leichter. Guck mal, wie das überhaupt nicht verbuggt ist, weil das pissflüssig geht. Ja, übel. Das Spiel ist eigentlich schlechter geworden, ne? Geht's pissflüssig und auch wenn du das hier anguckst, dann bricht die Frame Rate ja auf 5 oder sowas ein, ne? Früher war alles besser. Ja. Das ist halt auch wirklich nee, so. Nee, das kann man nicht verallgemeinern, aber in dem Fall wahrscheinlich schon. Ja, da konnte man den noch rumschieben. Das geht zu. Hey, lauf mal nochmal. Ich lauf nochmal. Da war der Speedgun auch richtig, da hat er inzwischen durch geändert. Minimal, der ist minimal schneller. Oder? Naja, passt eigentlich. Nicht, ja, aber eigentlich passt es schon, ja. Nicht störend. Ich habe schon beim Loading Screen am Anfang die nostalgischen Gefühle bekommen, habe ich schon gesagt. Ja, hast du gesagt. Ich fand, der sah genauso aus wie aktuell. Und da war dieser Button noch nicht da. Vielleicht war die Schriftart ein bisschen anders, aber so. Danke, jetzt habe ich nicht gehört, was er gesagt hat. And you'll probably be fine, hat er gesagt. Oh, war das noch voll hell. Ja. Das sah auch besser aus eigentlich. Ja, früher war alles besser. Das sah auch cooler aus. Außer der Hals schon mal da ist. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen... Aber das ist das kleinste Problem. Ansonsten, so dunkel wie er jetzt ist, finde ich blöd. Voll retro. Ich find's voll schön gerade. Komm, wir spielen nur noch die Version. Nee, machen wir natürlich nicht. Deabo, Deabo. Alle Leute deabonnieren. Nicht, bitte nicht. Was, weil wir nur noch diese Version spielen oder weil wir sie nicht spielen? Weil wir nur noch die spielen. Ne, wir wollen natürlich auch Updates spielen. Aktuelle Version. Oh, ah, ja, jetzt. Junge, das ist der Anfangsraum. Den fand ich auch cooler. Da ja, hat man am Anfang noch nicht so den. Vor allem wenn er gleich hier drin steht. Ja, weil wir. Nein, eigentlich passiert es nicht, aber einmal war es. Nein! Einmal war es passiert halt so. Nicht. Niemals. Einmal ist es halt passiert. Hat er uns gedingst. Ah, dieser Raum, wie schön. Der ist da, glaube ich, aber fast immer drin, ne? Oder nee, ich glaube nicht. Hm. Am Anfang war der da, glaube ich, noch nicht so oft drin. Boom, Alter! Die alten Door-Sounds natürlich noch. Art. Oh. Oh! Ah, der schaut noch nicht her, schau. Der schaut an die Wand. Oder? Was? Hä? War das jetzt durch die Wand, oder? Ja, glaub schon. Dann müsste er sich ja geportet haben, ne? Ah. Was? Was denn? Was denn? Gut, ne, ich dachte, dass er die Tür da vorne aufgemacht hat. Mann, ey! Oh, fuck. Ah, da ist ja gar keine Karte drin, gell? Da gibt's ja. Weiß ich nicht. Da ist nichts zu holen da drin. Echt nicht? Ja. Ach stimmt, da sind wir auch nie reingegangen, ne? Weil wir ja wussten, dass da nur Scheiße bei rauskommt. Der Raum ist so unnütz. Oh ja! Ja, den gibt's doch eigentlich im aktuellen auch noch, oder? Den Raum? Ja, den. Aber den müsste es eigentlich noch geben. Es gab mal auf jeden Fall beide. Aber ich glaube, da war nur einer von dem. Also es hätte sein können, dass meinst der... Meinst du, hat ihn jetzt komplett abgeschafft im aktuellen? Ja. Also irgendwann gab es noch beide, als er den neuen Raum gemacht hat. Der andere, der geht da.
dann geh da mal rein, ohne ihn anzugucken, ja. Mann! Und da gab es auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass der Raum leer ist, und dann war im anderen auf jeden Fall drin. Ja. Das meine ich ja, aber jetzt. Die Geräusche finde ich vor allem voll scary, der ist da noch 20 gegenüber. Meinst du, der fartet? Hast du ihn jetzt angeguckt? Nein. Also nicht von vorne. Nein! Oh. Ja, den hat man auch manchmal gesehen, wenn man hier drin war, nur so, ne? Ja. Gedreht hat. Oh. Na gut, jetzt wenn es. Und es gab, glaube ich, keine Mausbugs. Ja. Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Ey, der hat das Spiel halt echt kaputt geupdatet, kann man so sagen, oder? Ja. Das kannst du laut sagen. Das Mann. War so eine fucking stable Version. Übel. Schon mal, durchgehende 60 FPS, ja. Keine Abstürze. Ja, komm, lass uns die nächsten paar Mal nur noch durchspielen. Hätte ich nichts dagegen. Ja, also ich finde es ja gut. Ach, scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Aber mal ehrlich, der Raum ist eigentlich saulangweilig, oder? Weil du schaust den nie an, der andere ist besser, weil er läuft ja rum und du kannst aus Versehen drauf gucken. Oder? Ja. Das ist schon besser. Aber warum ist es so langsam geworden? Was muss man denn da machen, damit das Spiel so scheiße ist? Hä? Weil ja, viel anders, da schaut doch die Version die aktuell auch nicht aus, dass sie so viel langsamer ist. So, ich weiß es auch nicht. Oh. Gibt's da den Bad Ghost schon? Oh, das weiß ich nicht. Ja, das gibt auch nur eine Probability. Ja, der hat eine ziemlich geringe Probability, glaube ich. Ich habe das ja in dem All-SCP-Video, habe ich das gefaked, also ich habe da eine Map gemacht. Hast du selber aufgenommen? Oh, ja, genau so habe ich es gefaked, genau. Ne, ich habe da eine Map gebaut. Verzerrt und so. Ja. Hat gut gemacht, oder? Ne, ich habe eine Map gebaut, wo die Probability auf 100 war. Weil ich habe das nie hingekriegt, dass der kam. Dauert es dann auch lang, bis der kommt? Nee. Direkt, wenn du hingehst, eigentlich. Kann man nichts machen. Ihr könnt ja das All-ACP-Video schauen. Ganz am Ende kommt der. Der eatet euren Butt. Der Butt-Ghost. Das ist halt so flüssig. Ihr könnt das Video übrigens auch mit 60 FPS angucken. Ja, kann man das einstellen? Ja, aber... Wenn 60 FPS... Nein, so wie die Auflösung eigentlich nicht, oder? Wenn du 60 FPS hast, dann kommt automatisch 60 FPS. Das kommt doch an, wie du es eingestellt hast. Also das funktioniert auf jeden Fall momentan noch nicht mit Firefox. Es geht nur mit Chrome und dem IE. Und je nachdem, was man halt eingestellt hat, dass er automatisch die Qualität nimmt. Ach so. Oh, damit oh, da hat sich eine Tür geöffnet. Aber damit ihr es wisst, ist es in 60 FPS verfügbar. Ja. Ich würde niemandem raten, Chrome oder IE zu benutzen. Außer um unsere Videos natürlich anzugucken. Oh. Oh. Sexy, wie er da steht. Ey, das ist eigentlich... Ja? Ne, passt schon. Was wolltest du sagen? Ich fände es eigentlich cooler, wenn der nur eine Pose hätte. Weil es ist eine Skulptur, oder? Der kann sich eigentlich nicht verändern. Es ist Beton. Ah, guck mal. Der alte Electrical Room, Junge. Ah, da gibt's doch auch noch das mit den Zonen gar nicht, ne? Nee, die verschiedenen Zonen. Gibt's nicht. Das finde ich auch cooler. Das finde ich richtig cool. Es kann nicht passieren, dass wir jetzt gleich schon zum Gate kommen, ne? Oh, da war der gerade. Der andere komische da. Ja, hat es wohl gedauert, ne? Der muss ja halt direkt davor stehen. Door Control off, ne? Falls wir ihn finden. Keine Ahnung. Falls wir ihn finden. Gab es damals schon, war das dann so, dass es auf jeden Fall alle Räume gab? Weiß ich gar nicht. Alle Räume gab, was willst du? Es hätte ja sein können, dass es zum Beispiel SCP 079 gar nicht gab. Den gibt es glaube ich schon. Weil irgendwann stand im Tenshock hier, dass es jetzt möglich ist, das Spiel auch durchzuspielen oder so. Ja, shit. War das noch bevor wir aufgenommen haben? Ja, ich glaube schon, das war Version 003 oder sowas, keine Ahnung. Aber ich habe es halt mal irgendwo im Chatshop gelesen. Ich bin voll durcheinander, weil wir das schon gespielt haben, bevor wir aufgenommen haben. Was mittlerweile in der Version besser ist, ist der Sound von Electrical Gate. Wow,
Yay, da kannst du die Tondatei nehmen. Du kannst die Sounddatei nehmen und da einfügen, wenn du das unbedingt. Ja, komm, wir machen unsere eigene SCP-Version. Ja! Mit den neuen Texturen und den neuen Sounds, aber mit der alten Engine. Das wird dann die richtige Feeling HD Mod. Ich glaube, das probiere ich mal. Ja, da gibt es die Feeling HD Community Mod und die Feeling HD Mod. Die Feeling HD Version. Wollen wir? Ja. Wir testen alle Versionen durch und gucken, bei welches am flüssigsten noch läuft. So. Da kann es sein, dass die 7 auch noch gut war. War die 7 gut? Gab es ja, Zonen? Da gab es ja schon. Ja, ich glaube, da gab es die Zonen. Das war, glaube ich, das mit der Neuerung. Man müsste irgendwie hinkriegen, dass es das mit den Zonen nicht gibt. Aber die ganze weißt du, was hier geht? Weißt du, was hier geht? Yay! Oh, wie schön! Ich freue mich richtig. Jetzt übertreib bitte, ne? Nee, ich freue mich gerade wirklich voll. Weil du die Items aufeinander legen kannst. Ja. Und sie nicht hinter das Ding fallen. Naja, schon cool, aber. Wir kommen gerade echt. Und einmal hat doch geändert, dass jetzt Intake da steht statt Input, ne? Das war die wichtigste Änderung, Alter. Das hätte ich hätte es nicht mal in den Changelog geschrieben, Mann. Ja, mir kommen fast echt gerade die Tränen. Bitte. Also jetzt ist die Frage, ob das möglich ist, aus der Mastercard eine Omnicard zu machen. Und mittlerweile geht's aber bis damals schon gehen. Weiß ich eben nicht. Okay. Weil wir gesagt haben, jetzt haben wir eine Mastercard, da haben wir verloren. Ne? Ja. Aber vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit da einfach nur enorm gering. Oder wir wussten es nicht, dass es geht. Wir haben halt einmal probiert und dann ging es nicht und dann haben wir es gelassen. Ich glaube, das hat auch eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit. Oder es ging damals also was auf jeden Fall geht. Was auf jeden Fall geht, ist mit, aus einer Playing Card mit 1 zu 1 eine Ding zu machen, eine Level 2 Karte. Also sonst haben wir doch immer scheiße Mastercard, jetzt haben wir abgebrochen. War die Episode vorbei. Alter. Ne, wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann machst du mal 1 zu 1 bitte. Ja. Probieren sie einfach 20 Mal oder so. Alles klar. Das hat eine Retro-Episode, weil früher haben wir es auch die ganze Zeit probiert. Ja, dann müssen wir jetzt auch aufhören. Wie damals. Mach 1 zu 1, Junge. Ja, okay, ich probiere 1 zu 1. Okay. Allein wie flüssig die Letzten runterfällt, guck mal. Oh, jetzt hat man es gar nicht gesehen. Depp. Ich zeig's gleich nochmal. Das ist so schön. Was war noch anders? Na, sehen wir dann. Da oben war nicht dieses Gitterzeug, schau. Ja, und die Decke ist ein bisschen anders, ja. Die finde ich auch schöner. Oh nein, wir müssen echt aufhören, Mann. Was haben wir denn immer gemacht? Es gibt ja noch mehr Karten, die man finden kann. Dann sind wir in das Büro gerannt, ne? In dem Büro gibt es nämlich welche. Da kommen wir jetzt direkt hin. Doch, kommen wir direkt hin. Welches Büro meinst du? Da gibt es dieses, wo man die Treppen runtergehen kann. Auf so einem Tisch liegt so eine Karte. Ach, das Büro, ja genau. Ja. Das, wo die Ente auch ist. Ja. Und da kommen wir ja jetzt hin, ohne durch irgendeinen Overgang. Overgang. Gibt es noch. Gang. Also es scheint echt nicht zu klappen. Dann können sie jetzt noch ein paar Mal probieren. Ja. Komme ich nicht von daher? Ich glaube nicht, ja. Ja. Achtung, nicht sterben. Nein. Ich habe mittlerweile ein bisschen Skill entwickelt. Ja. Am Anfang sind wir da jedes zweite Mal gestorben, glaube ich. Damals konnte der auch bestanden, oder? Ja! Alter! Haben wir schon gedacht, ne? Das ist so. Ja, das ist auch nicht drin, glaube ich. Glaube ich, ist immer nicht so gut, ne? Da kommt man nicht hin. Nee, kannst du lassen. Du hast eine Level 4, glaube ich. Level 3 oder 4. 5. Ne, 5 ist da drin. Das wäre ja dann gar keinen Sinn. Das wäre blöd. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass es da keinen Sinn macht. Da war das Gas auch noch anders verteilt, da waren so einzelne Punkte, wo das so runterkam. Jetzt ist es mehr so verteilt. Oh nein, der war auch schlimmer, oder eigentlich? Der war zwar linear aufgebaut. Warte. Den Zombie-Tunnel gab es da noch gar nicht, ne? Den Zombie-Tunnel haben wir in einem Update mal erwähnt, dass der. Wow. Oh, Mausbass. Es gab's doch. Wir müssen die 05 spielen. Ich glaube, den gibt es immer. Das liegt an Blitz 3D wahrscheinlich. Er war auf jeden Fall deutlich seltener. Seltener? Na. Oh, Alter, du hast so eine scheiß Sichtweite. Fuck. Ich dachte, ich habe schon was gehört.
Hast du es geschafft? Ja. Oh, was machst denn du? Pille. Die bringt's jetzt auch nicht, wenn du in der Pocket Dimension bist. Und du kommst da nicht raus? Wo ist die Pille? Die gab's da noch gar nicht. Die gab's da noch nicht. Batterie fast leer. Alter, geh da raus. Du musst doch da raus. Schließ mal das Kabel. Ja, aber geh jetzt erstmal raus. Ja, ich lass den jetzt erstmal kommen. Welches? Oder? Nein! Hallo? Kannst du mal anschauen, wie er ausschaut. Das Kabel? Ist eigentlich egal, ne? Das ist länger, da würde ich nehmen, ja. Während ein Video, Alter. Sau professionell, Alter. Aber so ist es halt. Was? Wieso höre ich ihn schnaufen? Wir haben von Panik geschrieben. Ja, wieso habe ich den Schnaufen gehört? Keine Ahnung. Der kam doch da aus der anderen Richtung da. Hat er sich geportet, Junge? Das kann damals noch nicht machen. Das kann er damals noch nicht machen. Nein! Dann ist er vor dir. Nein, dann ist er nicht vor dir. Sind sie gelockt? Nein! Nein! Dreh um! Oh Gott! Nein! Wir sind tot, Mann, yeah! Warte, wir fahren. Geh auf. Hilfe! Fuck, guck, der war schlimmer, weil der kann das sagen. Oh, die Ente ist auf der Lampe oben. Jetzt ist sie da. Die bewegt sich auch noch. Das macht sie heute auch nicht mehr, ne? Ey. Die bewegt sich heutzutage auch nicht mehr in der aktuellen. Was? Von wo? Scheiße, der ist da drin. Der ist da drin, Mann. Wieder drin. Ach, der. Aber der andere ist weg. Eierkopf, Alter, schaut nach oben. Hast du es gesehen? Oh mein Gott. Ja, hast du es gesehen? Der hat nach oben geschaut. Ja. Das macht er auch nicht mehr. Oh. Und die Türen. Oh, der ist da. Schau rechts. Guck, der schaut immer noch nach oben. Der schaut nach oben. Wieso macht er das eigentlich nicht mehr? Was hat er denn das rausgenommen? Okay. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich wieder die Karte. Wollen wir zurückgehen? Zu 914. Durch den Tunnel? Ja. Bist du blöd oder so? Wobei, es bleibt eigentlich fast keine andere Wahl, ne? Ich glaube, ich muss das machen. Wobei, damals konnte man das Spiel noch ohne Keycard durchspielen. Ja, dann mach mal. Stimmt, das ging ja. Haben wir in einer Folge. Wo ist er denn? Da ist er. Genau. Also, irgendwie ist es wirklich besser. What? Der ist schnell! Ganz vergessen. Da darfst. Vor allem, ich hab kurz geblinzelt, als die Tür offen war. Nicht um! Der ist jetzt schneller. Ich glaube, der ist damals noch schneller gewesen. Was ist denn da? Ah, da war das Warhead-Zieger. Warhead. Da gibt's auch keine Bank, glaube ich, oder? Nein! Der ist so ultimativ schnell einfach nur. Los! Alter, Double! Findest du die Version auch ein bisschen schlimmer? Irgendwie schon. Also ich schick mich wirklich ein bisschen. Ja, weil SCP-173 irgendwie penetranter ist. Finde ich gerade. Zugemacht. So, jetzt wieder dadurch. Aber da war er dann eigentlich nicht mehr drin. Damals. Wenn man einmal durch ist. Eigentlich. Aber auch nur eigentlich. Da hingen noch keine Poster. Stimmt, nicht mal das. Das fällt mir voll auf, Mann. Ah, das ist der Ultimate. Ah. 8 plus 2? Da haben wir einmal den. Ah, doch, da backt es noch ein bisschen, wenn du den hast. Aber so schlimm finde ich es jetzt nicht. Da gibt es andere Sachen, die mich mehr aufregen. In der 9. Ja. Zum Beispiel, wenn das Spiel abkackt. Guck mal, das war der Raum. Der Level 4 oder 5 gesichert ist. Oder nee. Was war da drin? Der Ring und. Ach, beide, ne? Nee, die Entropie, die gab's damals noch nicht. Die war leer. Ja. Oh, bitte nochmal. Und konnte man den Larry damals schon containen? Das ging, glaube ich, schon lange, ja. Oder?
Hey, vielleicht wisst ihr das, Leute? Ich habe keine Ahnung, Mann. Müssen wir eigentlich mal die Changelogs so Ja. durchgehen? Ja, aber ging da jetzt auch schon Gate B? Weil Gate B kam doch irgendwann erst dazu, ne? Nach, wo wir gespielt haben. Das weiß ich gar nicht. Das gab es zwar schon, aber man konnte da nicht irgendwie durch. Oder? Ich weiß es nicht. Oh. Nein! Ne? Ja. Nee, es war der Zombie-Tunnel. Und die fahren sogar. Das ist der 0815 Schleusenraum. Der Sound immer im Hintergrund. Was Man muss macht's mit hier dem? alles mal investigaten. Nicht, dass er Jump tut. SCP-173 can jump, Junge. Ob das, ja, ob das unsere Zuschauer überhaupt kennen noch, das Video? Habe ich schon voll wenig gesehen, das mit dem Can Jump. Kannst du ja in der Beschreibung verlinken. Oder jetzt einblenden. Jetzt. Weißt du, was bitter wäre? Wenn ich jetzt die Tür hier zugemacht hätte mit der Karte und die Karte dann kaputt gegangen wäre. Ja, haben wir es nicht mal geschafft? Ich glaube schon. Seitdem haben wir sie, glaube ich, offen gelassen. Ja. So, was machen wir jetzt? Mach mal fein. Nur fein. Ja, doch. Bei einer Karte würde ich schon sagen. Kaputt. Retro, Junge. Level 2. Jetzt? Weiß nicht. Mehr als Level 3 würde ich aber nicht machen. Oh Gott, ich sehe schon, es kommt eine Spielkarte raus. Die Spielkarte kann man reparieren. Nee, damals konnte man gar nichts reparieren. Doch, ich glaube, die Spielkarte ging, aber eine Mastercard. In der Mastercard hast du verkackt. Ach so. Lass es, komm, bitte. Bitte lass es. Nee. Nein, du musstest es früher so machen, dass du mit der Dreier dann die Vierer holst, mit der Vierer dann die Fünfer und so weiter. Bitte. Vertraue mir. Weißt doch, man kann es eh ohne schaffen. Bis da unten mal lang gehen. Ja. Oh. Wie wir früher nicht mal wussten, dass man mit F5 speichern kann. Ja, hallo? Mach mal low vielleicht. Nö. Gar nicht Noch ein. ein Navigator? Du hast doch schon zwei. Ja. Damals wurden die noch hinterhergeschmissen. Ja. Nein! Na toll. Jetzt knack. Jetzt hat er hier gespawnt. Jetzt stirbst du elendigst Sag nicht sowas. in deiner eigenen Kotze. So, von da oben komme ich jetzt her, ne? Bin ich da komplett bis zum Ende gelaufen? Ich weiß es nicht mehr. Das auch nicht. Alle möglichen. Nee. Da waren wir gerade eben. Das heißt. Oh. Ich war auf jeden Fall da drüben. Oh. Hier. Ja. Ja, da waren wir schon. Ja, probier doch mal mit Level 3. Vielleicht ging das mit Level 3. Doch. Mit Level 3 die 5 holen. Probier's, komm. Ich glaube, da brauchst du eine Level 4-Karte. Ach, steht nur higher. Nicht. Ja. Schade. Stehen die auch manchmal da, was genau was man Nein, braucht? Doch, manchmal steht. stand noch nie da. Manche Türen schon. Nein. Beweise, Beweise. Also bei SCP stand es vielleicht da. Oder glaub nicht mal da. Steht in Class, aber nicht welches Level du brauchst. Was war denn auf der anderen Seite von Mantenzahn? War da eine Sackgasse? Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal durchgehen. Nein, ich muss jetzt nochmal durch, ja. Das geht nicht. Ja, ich bin einfach mal durch. So. Ich hab Läuse. Mich juckt's am Kopf.
gleich grindet zum Tag. Pass auf. Das Rohr, oh, das gibt's auch nicht mehr, ne? Das Rohr des Grauens? Haben die es jetzt woanders hingelegt? Das wurde verlegt. Ja. Da hat wohl jemand ein Rohr verlegt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Im wahrsten Sinne, aber was wirklich nicht das Rohr verlegt, sondern verlegt. Unauffindbar verlegt. Nicht unauffindbar, aber es ist woanders, aber es wurde verlegt. Das ist wahrscheinlich echt genau dasselbe Model. Nee. Doch, dasselbe Model. Das andere ist nicht so bunt. Weil das wird halt rot angeleuchtet. Von was denn? Von den roten Räumen da unten, du Raum. Dann brauchst du auch eine L4-Karte. Nein! Aber da, dann brauchst du eine L4. Ja, oder? Oder? Ja. Yeah! Was ist yeah, das? Geil! Da gab's doch nicht mal den Ring, oder? Den Ring gab's, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, den Ring gab's. Das wäre voll die Enttäuschung, oder? Wenn die Räume da wären. Ah, oh. Der andere wieder. Ein Pisa. Wo muss man denn da eigentlich lang? Be careful. Guck mal, da konnte man die Treppen noch normal laufen. Da hinten ist auch noch egal. Da konnte der noch hoch, glaube ich. Der konnte da nie hoch. Doch, der konnte da hoch, Mann. Der konnte so, aber nicht die Treppen gehen. Der jumpt die Stufen hoch, Mann. Nein. Wo ist er denn? Ich glaube, der ist unter uns. Ich würde einfach mich verpissen. In der 07 konnte er auch seinen Kopf da durchstrecken. Ja. Also nicht da, aber im Anfangsraum. Mann, das ist die 99. verdammte Episode, Mann. Nächstes Mal gibt's die 100. Schau erst mal, was da ist. Ja. Oh. Nein, jetzt schon. Ja, das bedeutet doch, dass wir hier schon fast am Ende sind, oder? Ich weiß nicht, ob das in der Version auch schon das bedeutet. Ah, ist nicht da. Doch, er ist da! Scheiße, den hab ich echt nicht gesehen, Mann. Ja. Da hätte doch noch keinen Cause of Death und so. Ja, stimmt. Naja, war auf jeden Fall mal wieder wirklich sehr schön. Also ich mach die alte Version. Und wir schreiben in Feedback. 066 war besser. Ja. In diversen Ansichten. Ihr könnt ja Kommentare da lassen, wie ihr die alte Version jetzt zum Vergleich findet. Was ist besser? Neu oder alt? Und ich versuche mal hier eine Version zu basteln aus der alten. Ja. So eine Hybrid-Version. Das war die alte Engine, aber mit neuen Texturen und Sounds und so. Alle, das ist eigentlich echt nicht schwer, ne? Müsste eigentlich gehen, ja. Das wär dann. Okay, hinterlasst ein Like, abonniert, da unten ist ein schöner Button, falls ihr noch nicht habt. Und sonst. Gibt's eigentlich nichts. Ja, beim nächsten Mal wieder einschalten, ne? Ja. Wisst ihr Bescheid? Bleibt geschmeidig. Ja. Bis dann. Tschüss.